So, hallo. Thomas Rall von Natur, Leben, Prävention und Streben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder mit der Rubrik Bushcraft für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man lecker und einfach am Feuer kochen kann. Dafür braucht ihr eigentlich lediglich euer Kochequipment, was ihr gebaut habt. Dann braucht ihr ein Mora-Messer, ein bisschen Lebensmittel. Ich habe hier so einen Haken, da zeige ich euch, wie man einen Aufhängehaken macht, um euren Topf einzuhängen. Und ihr braucht noch drei Stecken und eine Nylonschnur. Okay, ich würde jetzt einfach kurz die Kameraperspektive ein bisschen wechseln, ein bisschen nach unten, dass ihr sehen könnt, wie ich die ganze Sachen aufbaue. Kommen wir mal zu dem Haken. Und da könnt ihr sehen, ich habe hier solche Haken eingehängt. Die sind wirklich leicht zu machen, eingeschnitten. Die sind wirklich leicht zu machen. Gut. Und zwar geht ihr da so vor, dass ihr ein Kreuz einschneidet, okay? Passt auf, dass ihr wie immer vom Körper wegarbeitet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dieses Kreuz. Durch das entsteht eine Spitze. Ich zeige euch das. Okay. So fängt mal diese Spitze an. Könnt ihr einfach hier runter arbeiten und immer wieder korrigieren. Und so entsteht dann Stück für Stück entsteht dann so ein Haken. Okay? So, jetzt könnt ihr es hoffentlich sehen. Und jetzt habt ihr praktisch einen höhenverstellbaren Haken hier. Ich empfehle euch auch, immer so einen Draht mitzuführen, der zwei Schleifen hat. Die sind einfach verkordelt. Die könnt ihr nämlich einhängen, weil die feuerfest sind. Und jetzt habt ihr praktisch einen Haken, der sich in der Höhe verstellen lässt. Also der in der untersten Position kippt er, aber wenn da nachher ein Topf dran hängt, kippt der auf jeden Fall nicht mehr. Wenn ihr jetzt den Haken habt, braucht ihr noch ein Kochgestell. Da braucht ihr im Prinzip nur drei Stecken, in meinem Fall wieder mal Haselnussstecken, die ungefähr gleich lang sind. Also dann nehmt ihr euch ein Seil, bei den dünnen Stecken, da reicht 1,50 Meter Länge. Dann geht ihr so vor, dass ihr einen Mastwurf anlegt, an einem von den Stecken. Dann legt ihr ein Stecken in die andere Richtung. Dann fangt ihr einfach an, durch die Stecken durchzuflechten. Okay? Dass so ein Flechtmuster entstehen kann. Wenn ihr das jetzt 3-4 Mal gemacht habt, geht ihr hin und zieht die Schnur einfach zwischen den ersten zwei Stecken ein paar Mal durch. Okay. Dann geht ihr auf die andere Seite und macht genau das gleiche auch nochmal. So, dass das richtig stramm wird. Das sieht dann so aus. Gut. Und wenn ihr das richtig stramm gemacht habt, dann macht ihr einfach auch wieder einen Feststellknoten oder einen Mastwurf. Im Prinzip seid ihr jetzt fertig. Jetzt biegt ihr hier diesen Stecken wieder zurück
und dann habt ihr ein fertiges Kochgestell. Das könnt ihr jetzt sehen. So sieht es aus. Und hier kommt dann auch dieser Draht ins Spiel. Den könnt ihr nämlich hier einhängen. Ja, einfach oben über den längsten drüber. Und dann hängt euer Haken nämlich auch genau in der richtigen Entfernung zu dem Feuer, wo man dann nachher unten auch den Topf hinhängen kann. Gut, gucken wir mal, was es zu essen gibt. So, ich freue mich immer drauf, hier draußen zu essen. Weil bei mir zu Hause, in meinem Haushalt, gibt es kein Fleisch. Ich esse nur Fleisch, wenn ich draußen bin. Und da kaufe ich dann auch wirklich nur Fleisch vom Metzger. Ich werde euch heute einen Gulasch machen. Dafür habe ich hier dieses Fleisch, eine Bauernbratwurst, eine Kartoffel, Zucchini, eine Zwiebel, Knoblauch und Tomaten. Und zwar müsst ihr da so vorgehen, dass ihr als erstes mal diese Bauernwurst schneidet. Die hat Fettanteile und Gewürze. Und zwar braucht ihr das Fett von dieser Wurst, damit euch das restliche Essen nicht anbrennt. Okay? Aus dem Grund kommt es am weitesten unten rein. Dann habe ich hier Tomaten, so kleine Cherry-Tomaten. Die kommen als nächstes wegen der Flüssigkeit. Ich schneide da einfach in der Mitte durch. Ich schmeiße die auch rein. Gut, dann Zwiebel. Die schneide dann auch einfach klein. Dann obendrauf Knoblauch. Auch einfach grob geschnitten. Dann hier einfach noch ein bisschen Zucchini. So gut, dann tut er die Kartoffel noch grob schneiden. Und oben rein kommt jetzt das Fleisch. So. Gut. Und das Gute ist jetzt hier, ihr braucht keine Flüssigkeit zusätzlich. Weil in diesem ganzen Topf, in dem Gemüse und so, ist jetzt genug Flüssigkeit. Okay? Das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, ist zur Sicherheit noch oben ein bisschen Öl reinlaufen lassen. Und ein bisschen Salzgewürze. Vor allem auf das Fleisch oben. Wir machen da immer Gemüsebrühe zu Hause selber. Einfach aus Resten. Und dann habe ich hier Rauchpaprika. Geräucherte Paprika. Tue ich oben richtig viel drauf, dass das dann da rein dampft. Gut, jetzt tue ich den Deckel oben drauf. Und hänge es übers Feuer. Das Schöne ist, der kann jetzt eine Stunde oder auch zwei bei niedriger Temperatur hängen und kocht dann selber vor sich hin. Okay? Seht, funktioniert einwandfrei. Hier könnt ihr jetzt auch diese Höhenverstellung durchführen. Ihr könnt praktisch bis nach unten in die Glut mit diesem Stecken gehen, dass es angeheizt wird. Das wollen wir ja aber erstmal gar nicht, sondern wir wollen eine gleichmäßige Glut haben, die das Essen langsam vor sich hinköcheln lässt. So, ich denke, ihr könnt hören, wie das brodelt. Jetzt mache ich es mal ein bisschen höher noch, nicht, dass es anbrennt. Und ich denke, dann kann man jetzt auch bald essen. So. Schauen wir mal rein, wie es aussieht. Ja, sieht doch schon gut aus, oder? Das ist das Gute, wenn ihr so hinten an eurem Löffel so eine kleine Gabel hinmacht, könnt ihr wunderbar den Deckel vom Feuer holen. Gut.
So. Gut. Geh ich mal rüber. Bisschen was von der Brühe rüber. Wir sehen, ist da richtig viel Flüssigkeit drin. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das kommt alles aus dem Gemüse und aus dem Fleisch raus. So. So sieht das Gulasch aus. Denke ich, echt gut geworden. Gut. Ich probiere es mal. Ein Traum. Das richtig Gute sind diese Würste. Die werden richtig weich und sind unglaublich lecker. Gut, ihr habt es mitbekommen. Bei mir ist mittlerweile die Nacht hereingebrochen. Ich würde jetzt auch Schluss machen. Ich hoffe, das Video zum einfachen Kochen oder zum einfachen Gulasch hat euch gefallen. Mein Name ist Thomas Rall von Natur, Leben, Prävention und Streben. Ich bin ja gerade mit dieser Rubrik unterwegs, Bushcraft für Einsteiger und Einsteigerinnen. Ich werde immer wieder so kleine Tipps zeigen, wie man draußen gut und komfortabel leben kann, weil es da einfach nicht viel dazu braucht. Noch kurz was zu diesem Essen. Ich habe jetzt hier vielleicht 200 Gramm Rindfleisch. Rindergulasch, ich habe eine Kartoffel, ich habe eine Wurst. Mehr braucht es auch nicht für mich vor abends. Also da ist ein bisschen Gemüse noch drin. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es beim Bushcraften draußen meistens nicht viel zum Essen braucht. Also weil ich so viel anderes mache. Ich habe es gern einfach und ich habe gern so Eintopfgerichte, weil die kann ich übers Feuer hängen. Und die kochen dann vor sich selber hin und ich kann nebenher Projekte machen. Man muss eigentlich darauf achten, dass die nicht zu arg in der Hitze sind. Alles andere regelt sich dann von alleine. Ich finde es immer wichtig, dass wirklich die Dinge einfach gehalten werden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Bemerkungen habt, dann schreibt es mir einfach unten rein in die Kommentare. Ich möchte hier noch betonen, das ist kein Ultra-Light-Packing. Also wenn ihr jetzt 2 Wochen durch Norwegen zieht, seid ihr mit ganz anderer Ausrüstung. Ich gehe hier davon aus, dass man in den Wald reinläuft, sein Lager aufschlägt und sich da einfach dann eine schöne, gemütliche Zeit macht, dass man Bushcraften geht und nicht Ultralight Packing oder Wandern, sondern einfach eine Zeit in der Natur hat mit Feuer oder auch nicht mit Feuer, wo man draußen sitzt und isst und genießt. Wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt, weil ich ja gerade diese Rubrik habe, Bushcraft für Einsteiger und Einsteigerinnen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das unten in die Kommentare reinschreibt. Oder auch wenn ihr sonst noch Anregungen habt oder auch Kritik, sagt mir einfach Bescheid. Sagt mir auch Bescheid, wenn ihr mir ein Dislike gebt, warum ihr mir den Dislike gegeben habt. Weil dann kann ich es ja, sonst kann ich es ja nicht verändern. Okay? Das Allerwichtigste ist natürlich, geht viel raus, habt eine gute Zeit draußen, genießt und macht einfach die Dinge nach. Wenn ich das kann, könnt ihr es auch. Bis dann. Tschüss.